Wir sind einfach gespannt auf Ihren Vortrag. Tja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Und die mache jetzt heute Abend mal sozusagen einen Rundumschlag. Woher kommt dieses Abkommen? Das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Worum geht es bei diesem Abkommen? Was sind die Auswirkungen? Und zum Schluss auch, was kann man tun, um dieses Abkommen vielleicht zu verhindern? Wenn man der Meinung ist, man muss es verhindern, was viele Leute sind. Wir haben heute im Jahr 2014 19 Jahre Welthandelsorganisation, WTO. Die wurde gegründet 1995 als ein sozusagen völkerrechtlich verbindlicher Regulierungsrahmen für die globalisierte Weltwirtschaft. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten einen Globalisierungsschub für die Wirtschaft gesehen, wie es in der Geschichte vorher nicht möglich war. Und die Welthandelsorganisation, die 1995 gegründet wurde, sollte da sozusagen den völkerrechtlichen Rahmen abgeben. Aber als sie 1995 gegründet wurde, von etwa 73, 75 Staaten, heute sind es viel mehr, fast doppelt so viel, war natürlich sehr vielen Leuten, die diese Idee vorangetrieben haben, allen voran in der Europäischen Kommission, in der Regierung der USA, klar, das ist für sie nur ein Zwischenschritt. Sie wollen mehr. Sie wollen noch mehr Liberalisierung, noch mehr Deregulierung, noch mehr Globalisierung. Und die Welthandelsorganisation als sozusagen Organisation, wo lauter Staaten Mitglied sind, lauter Regierungen, kann allerdings nur im Konsens entscheiden, also noch nicht mal per Mehrheit, sondern nur einstimmig. Und diese sozusagen sehr viel weitergehende Agenda von Liberalisierung, von Deregulierung, die schon 1995 im Raum stand, erwies sich dann aber sehr schnell in der WTO als nicht mehrheitsfähig. Sie erinnern sich vielleicht an die großen WTO-Ministerkonferenzen 1999 in Seattle, die im Chaos endete. Die Seattler Innenstadt wurde von Demonstrationen lahmgelegt. Die Minister auf der Ministerkonferenz konnten sich auf überhaupt nichts einigen. Man hat alles vertagt und nicht viel anders verliefen die nächsten Ministerkonferenzen. Und die letzte, die einigermaßen noch den Versuch unternahm, im Rahmen der WTO weitergehende Liberalisierungsverträge zu schließen, war 2005 in Hongkong, endete ebenfalls ohne Ergebnis. Und das war dann für die EU-Kommission, für die US-Regierung nach einigen dieser gescheiterten Konferenzen ziemlich klar, dass sie auf dieser Schiene nicht weiterkommen. Und dann hat man eben gesagt, gut, wenn wir hier eben auf der multilateralen Ebene nicht weiterkommen, weil die Entwicklungsländer ständig zu allem Nein sagen, vielleicht nicht immer alle Entwicklungsländer, aber doch viele, vor allen Dingen eben die größeren, dann versuchen wir es doch mit bilateralen Abkommen oder mit sektoralen Abkommen. Bilaterale, also EU mit dem einen oder anderen Entwicklungsland, vielleicht auch mal mit einer Gruppe von Entwicklungsländern, USA dasselbe oder auch sektorale Abkommen, beispielsweise über den Dienstleistungssektor, wo dann jedes Land mitmachen kann, das mitmachen will, um eine sozusagen weitergehende Liberalisierungsagenda durchzuziehen. Das haben wir dann die letzten Jahre so erlebt und die EU verhandelt zum Beispiel im Augenblick in etwa 12 verschiedenen Verhandlungsrunden. Wir haben eine Verhandlungsrunde über ein Freihandelsabkommen mit Indien, über eines mit Japan, eines mit südamerikanischen Ländern, diverse mit afrikanischen Staatengruppierungen. Wir haben eins schon abgeschlossen mit Korea, eins mit Singapur, eins mit Südafrika. Verhandelt wurde bis vor kurzem auch noch über ein Abkommen mit Mittelamerika, das ist mittlerweile ratifiziert, ein anderes mit Kolumbien und Peru, das sollten eigentlich noch Ecuador und Bolivien mitmachen, die sind aber unterwegs ausgestiegen, blieben also nur noch Peru und Kolumbien übrig, ist letztes Jahr auch ratifiziert worden. Wir haben mit China Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen und die Krönung von diesem ganzen Reigen ist das bilaterale Projekt der beiden Großen, EU und USA. Was ebenfalls noch in diese Kategorie gehört, ist das Abkommen der EU mit Kanada. Das ist mehr oder weniger fertig, aber noch nicht beschlossen. Da wird ja in diesen Tagen sehr heftig darüber gestritten, heute im Bundestag stundenlange Diskussion. Das sind also die beiden Abkommen, über die ich heute Abend mich schwerpunktmäßig reden möchte. Ebenfalls noch in diese Kategorie der Freihandelsabkommen zwischen Industrieländern gehört noch das Abkommen genannt TISA. Das geht über den Dienstleistungssektor, deswegen heißt das Trade in Services Agreement.
Da verhandeln etwa 50 Staaten, die Hälfte davon sind die 28 EU-Mitgliedsländer und dann gibt es noch 22 weitere USA, Japan und diverse Schwellen- und Entwicklungsländer. TTIP, das Abkommen der EU mit den USA, ist ein Abkommen, über das man schon lange redet. Die Kommission hat es zum ersten Mal im Jahr 2005 vorgeschlagen. Es gab damals aber auch viele, die sagten, ja, dieses Projekt, das ist vielleicht auch eine Nummer zu schwer. Das ist ja jetzt nicht so ein Entwicklungsland, wo man, ja, die liefern uns Rohstoffe und wir liefern ihnen die verarbeiteten Sachen und ab und zu haben wir noch ein paar Agrarüberschüsse übrig, die wir auch noch loswerden müssen. Ist jetzt etwas vereinfacht, aber das ist ja häufig sozusagen das, worum es bei einem Abkommen mit Entwicklungsländern geht. Die Wirtschaft der USA ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Nun gut, wir haben im Jahre 2013 dann einen Beschluss gehabt im Europäischen Ministerrat, wo ein Verhandlungsmandat beschlossen wurde für das Abkommen, für das geplante Freihandelsabkommen EU-USA. Dieses Verhandlungsmandat ist geheim. Es dauerte aber keine 4 Wochen, dann war es doch öffentlich, durchgesickert, tauchte auf der Webseite eines französischen Fernsehsenders auf. Und da haben es natürlich alle Leute kopiert und gleich weiter veröffentlicht. Also man kann das nachlesen mittlerweile. Und die Verhandlungen haben dann letzten Sommer begonnen, ebenfalls geheim. Also alle Verhandlungsdokumente sind nicht öffentlich. Die Verhandlungsberichte, die die Kommission für die EU schreibt und die die USA für ihre Regierung schreibt, geheim. Und die Sitzungen oder die Verhandlungsrunden selber sind natürlich auch nicht öffentlich. Trotzdem ist dieses Abkommen extrem umstritten, weil natürlich bei einem Abkommen von diesem Kaliber auch vieles durchsickert. Und wir haben mittlerweile sehr viele Dokumente aus den Verhandlungen zu sehen bekommen. Und da stellt man dann schon fest, dass das, was im Verhandlungsmandat drinsteht, auch von der Kommission relativ genau umgesetzt wird. Und das, was die Kommission aber nach außen erzählt, was das Bundeswirtschaftsministerium nach außen erzählt, von den realen Verhandlungen oft ziemlich abweicht. Da wird dann sehr viel beschwichtigt und sehr viel, ja, macht euch keine Sorgen, wird sich gar nichts ändern. Man fragt sich dann immer, wenn sich nichts ändert, braucht man das Abkommen ja nicht. Aber also es wird sich schon was ändern. Worum geht es bei diesem Abkommen? Das Abkommen enthält im Grunde 3 große Themenbereiche, die mit diesem Abkommen sozusagen auf neue völkerrechtliche Grundlagen gestellt werden sollen. Der eine Bereich, das ist der wichtigste, der durchschlagendste und mit den größten Auswirkungen, das ist der Bereich der sogenannten regulatorischen Kooperation, manchmal auch regulatorische Harmonisierung genannt. Was ist das? Harmonisierung klingt doch schön. Was haben wir gegen Harmonisierung? Dahinter steckt, dass natürlich die Regeln, denen die Wirtschaft unterworfen ist, in den USA und in Europa ziemlich unterschiedlich sind. Was sind Regeln, Regulierung? Das sind Produktvorschriften, das sind Arbeitsplatzsicherheitsvorschriften, das sind Verbraucherschutzvorschriften, das sind Verbote bestimmter Stoffe als Lebensmittelzusätze, als Kosmetikzusätze, das sind Vorschriften, wie man Produktsicherheit testet und so weiter. Also im Grunde quer durch das Wirtschaftsleben haben sie Regulierungen. Wahrscheinlich gibt es auch für die heutige Veranstaltung jede Menge Regulierungen, Brandschutzvorschriften und was weiß ich, was es da alles noch für Vorschriften gibt, wann müssen wir zumachen. Alles das sind Regulierungen, Ladenschlussgesetze sind Regulierungen, alles das fällt unter diesen schönen Begriff Regulierung. Für die Europäische Kommission, für die Verfechter des Freihandels sind das alles nicht tarifäre Handelshemmnisse. Das klingt ja ganz schrecklich. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse sind Handelshemmnisse, die nichts mit Zöllen, also Tarifen, zu tun haben, sondern anderer Art sind. Weil natürlich ein amerikanischer Hersteller von, sagen wir mal, Süßigkeiten oder von Kosmetika, wenn er das nach amerikanischen Vorschriften produziert, kann er die nicht einfach in Europa verkaufen, weil wir haben ja möglicherweise andere Vorschriften. Wir verbieten irgendwelche Zusätze, die dort erlaubt sind und so weiter. Das sind nicht tarifäre Handelshemmnisse. Und wenn man sich den Handel zwischen Europa und den USA ansieht, es ist das größte bilaterale Handelsvolumen, das es weltweit zwischen Wirtschaftsblöcken überhaupt gibt, dann stellt man fest, Zölle spielen keine große Rolle mehr. Im Durchschnitt 3%, das fällt gar nicht auf. Es gibt in einzelnen Produktbereichen, die sehr, sagen wir mal, sensibel sind, gibt es höhere Zölle, bei Rindfleisch etwa. Wenn wir bei Rindfleisch die Zölle auf 0 setzen würden oder auch nur auf 3% setzen würden, dann könnten unsere Rindfleischbauern gleich alle zumachen, weil
Die Art und Weise, wie man in den USA Rindfleisch herstellt, ist konkurrenzlos günstiger, als die kleinteilige Landwirtschaft Europa jemals produzieren könnte. Aber Zölle spielen keine große Rolle. Die größte Rolle spielen die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Und die sollen nach dem Willen der Kommission, nach dem Willen des amerikanischen Handelsministeriums so weit wie möglich eliminiert werden. Eliminiert heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können hergehen und sagen, wir entwickeln gemeinsam neue Regulierungen, neue Vorschriften, gemeinsam. Die gelten dann für beide. Das sagt die Kommission aber gleich in ihren diversen Verhandlungspapieren, die wir mittlerweile zu sehen bekamen, dass das eine in den meisten Fällen völlig unrealistische Vorstellung ist, weil das sehr lange dauern würde, bis man das alles ausdiskutiert hat. Also für die meisten Fälle machen wir das eher nicht. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir orientieren uns an bestimmten Prinzipien, die für Regulierung gelten sollen. Und die sozusagen genialste Idee, die der noch amtierende Handelskommissar de Gucht hat, ist die gegenseitige Anerkennung von Standards. Wir können also sagen, wir erkennen die amerikanischen Standards als gleichwertig an und die Amerikaner erkennen die europäischen Standards als gleichwertig an. Dann brauchen wir gar nicht mehr lange verhandeln. Dann haben wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das kann man natürlich sagen und dann so tun, als hätte das keine Konsequenzen. Die Realität wird aber sein, wenn wir zwei unterschiedliche Standards haben, die beiderseitig anerkannt werden, dann setzt sich ganz schnell der niedrigere durch, weil der nämlich billiger ist. Ist ja völlig klar. Nehmen wir ein Beispiel, Chemikalien. Chemikalienzulassung in Europa ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Wenn Sie jetzt also Bayer sind oder BASF, und Sie haben eine neue Chemikalie auf dem Markt, was weiß ich, Sie haben einen neuen Leim erfunden, einen neuen Kleber, einen neuen Kunststoff, keine Ahnung, irgendwas, dann müssen Sie die Ungefährlichkeit dieses Stoffes nachweisen. Dafür müssen Sie Tests durchführen und das alles belegen und dann kriegen Sie die zugelassen. Dafür haben wir ein europäisches Chemikalienzulassungssystem. Darüber wurde im Europaparlament und unter den Mitgliedstaaten jahrelang gerungen, bis es dann irgendwann in Kraft trat. Die Kommission hätte es gern viel abgeschwächter gehabt, aber na gut, es ist eben beschlossen worden. In Amerika läuft das genau anders. Da haben Sie einen Stoff und der kommt auf den Markt, es sei denn, die Zulassungsbehörde kann beweisen, dass er gefährlich ist. So, das kann die Zulassungsbehörde meistens nicht beweisen, weil man das oft nicht sofort merkt. Stellt sich manchmal erst später raus. Hat natürlich auch Nachteile für den Hersteller. Das klingt jetzt erstmal ganz attraktiv. Das ist ja kein Problem, den Stoff auf den Markt zu bringen. Aber wenn es dann mal schief geht, dann blechen Sie. Aber richtig. Die Schadensersätze, die Sie dann in den USA, zu denen Sie dann verurteilt werden, die sind aber wirklich gepfeffert. Aber gut, dann spielt man halt auf Risiko. Das macht man in der Wirtschaft öfter. Ja, das ist sozusagen das Wesen von Unternehmertum, dass man ab und zu mal ein Risiko eingeht. Das ist die amerikanische Regulierungsphilosophie. Jetzt bringen Sie das mal zusammen. Wer da jetzt sagt, wir erkennen einfach unsere Standards gegenseitig an, dann sage ich Ihnen sofort, was dann passiert. Alle europäischen Chemiefirmen werden ihre Chemikalien in Amerika zulassen, kein Problem. Und damit gilt die Zulassung auch in Europa. Punkt. Deswegen hat der Handelskommissar und der Bundeswirtschaftsminister und die Bundeskanzlerin vollkommen recht, wenn sie sagen, wir werden unsere Produktstandards nicht absenken. Brauchen wir auch gar nicht, weil wenn wir die gegenseitige Anerkennung machen, dann können wir unsere Standards ja sogar noch erhöhen. Das spielt bloß keine Rolle mehr, wie hoch die eigentlich sind, weil wir haben ja noch das andere, das amerikanische System. Jetzt glauben Sie aber bitte nicht, dass europäische Standards grundsätzlich höher sind als die amerikanischen. Es gibt auch Bereiche, da ist es genau andersrum. Ja, nicht so, dass sie immer nur blöd sind in Amerika oder dass sie immer nur ganz risikofreudig sind oder dass denen das irgendwie alles egal ist. Nein, 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 so ist das nicht. Wir haben zum Beispiel im Folge der Finanzkrise 2008, Lehman Brothers und so weiter, Sie erinnern sich, in Amerika eine sehr viel durchgreifendere Re-Regulierung des Bankensektors gesehen als in Europa. In Europa gab es diese Vorschläge auch, aber die britische Regierung hat das alles verhindert im Interesse ihrer Finanzindustrie. Nicht alles, aber fast alles verhindert. Und vieles, was damals beschlossen wurde, ist bis heute nicht umgesetzt, weil man sozusagen in der Umsetzung ständig einen neuen Problempunkt findet und ständig einen neuen Diskussionspunkt erfinden kann. Die Amerikaner waren da etwas drastischer.
Und dementsprechend möchte gerne die Kommission die Regulierung des Finanzmarktes in TTIP auch vereinheitlichen. Die Amerikaner sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Darüber reden wir noch nicht einmal. Sehr zum Ärger der Kommission, sehr zum Ärger vor allen Dingen der Finanzbranche, der Versicherungswirtschaft, der Banken, der Hedgefonds, die das alles gerne hätten. Warum hätten sie es gerne? Naja, weil sie diese Regulierungen in Amerika wieder loswerden wollen. Sie hätten gerne die laxeren europäischen Regulierungen. Und jetzt sehen Sie hier einen wichtigen Unterschied zwischen Amerika und Europa. Wenn die amerikanische Regierung sagt, unsere Standards bleiben, dann hat das die Konsequenz, darüber verhandeln die gar nicht. Wenn die Europäische Kommission sagt, unsere Standards bleiben, hat das nicht diese Konsequenz. Die sagen, aber wir verhandeln trotzdem darüber. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und das liegt natürlich daran, dass viele dieser Standards gegen den Willen der Kommission durchgesetzt werden mussten in Europa. Wenn es nach der Kommission ginge, hätten wir hier in Europa schon sehr viel mehr Gentechnik auf den Tellern. Das haben sie halt nicht durchgekriegt. Wunderbare Gelegenheit über TTIP, Vereinheitlichung der Standards, der Regulierung, gegenseitige Anerkennung, könnte man das doch wieder wettmachen, was man damals nicht geschafft hat. Und das ist dann eben die große Gefahr, dass wir sozusagen bei dieser Verhandlungen sind immer ein Geben und Nehmen und niemand kann mir erzählen, dass er in eine Verhandlung geht, wo er immer nur nimmt, aber nie gibt. So etwas gibt es nicht. Das wird also bedeuten, dass in den Bereichen, über die verhandelt wird, also nicht im Finanzmarkt, wird es natürlich zu Kompromissen kommen, es wird zu Absenkungen von Standards kommen. Vielleicht nicht auf dem Papier, wenn man sagt gegenseitige Anerkennung, wird es auf dem Papier so bleiben, wie es ist, aber in der Realität wird es dann doch anders aussehen. Also die Regulierung, die regulatorische Harmonisierung hat Konsequenzen quer durch das gesamte Wirtschaftsleben, weil es Regulierungen eben überall gibt. Und Sie haben ja den Regulatorischen Kooperationsrat angesprochen. Das ist dann ein Gremium, was sozusagen die konkrete Umsetzung der regulatorischen Harmonisierung überwachen soll. Ein ganz wichtiger Punkt ist nämlich da nicht nur die existierende Regulierung. Ja, die ist auch natürlich sehr divers. Aber noch wichtiger fast ist den Vertretern, den Verfechtern von TTIP zu verhindern, dass in Zukunft die regulatorische Differenz noch größer wird. Also dass sozusagen eine Seite anfängt, irgendwas neu zu regulieren, was die andere nicht auch macht. Also ein Beispiel, kämen wir in Europa in 5 Jahren auf die Idee, zum Beispiel Antibiotika in der Massentierhaltung zu verbieten, weil wir feststellen, die Probleme, die da entstehen, die sind so groß, das geht irgendwie nicht mehr. Und die Amerikaner machen das aber nicht. Dann verschärfen wir ja die regulatorischen Differenzen. Das ist ja nicht im Sinne des Abkommens. Und je nachdem, wie dieses Abkommen, das es ja noch nicht gibt, deswegen gibt es auch noch keinen Text, je nachdem, wie das formuliert ist, dürften wir das vielleicht gar nicht mehr, weil wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben, so etwas nicht einseitig zu machen. Vielleicht dürfen wir es auch. Und wir dürfen dann nicht den Import verbieten von amerikanischen Produkten, die nach deren Gesetzen hergestellt sind. Also mit anderen Worten, wir haben dann einen Wettbewerbsnachteil und dann machen wir es wahrscheinlich auch nicht. Wir dürften es zwar, aber es wird dann richtig teuer, also machen wir es nicht. Oder wir einigen uns mit den Amerikanern dann irgendwie, dass die ein bisschen was machen und wir dafür auch nur ein bisschen was machen. Und für solche Diskussionen wäre ein regulatorischer Kooperationsrat zuständig, der sozusagen bevor ein Parlament irgendetwas beschließt, erstmal federführend verantwortlich wäre, dass diese Regulierung, wenn sie dann irgendwann ins Parlament geht, TTIP-kompatibel ist. Erinnert verdächtig an Merkels Spruch der marktkonformen Demokratie. Wir haben dann eben die Amerika-kompatible Demokratie oder TTIP-kompatible Demokratie. Das ist also, was wir mit der regulatorischen Harmonisierung ins Haus kriegen würden. Ist da zugegebenermaßen allergrößte Brocken. Und da macht sich auch die öffentliche Diskussion sehr dran fest. Chlorhühnchen, Gentechnik, Hormonfleisch, alle diese Dinge sind letztlich so Beispiele. Ist aber bei weitem nicht nur das Essen, also auch Kosmetika zum Beispiel. Noch ein Beispiel, in Kosmetika sind in Europa 1300 Chemikalien verboten. Weil sie gefährlich sind oder weil wir glauben, sie sind gefährlich, weil irgendjemand das mal bewiesen hat. Wir müssen ja unsere Produkte ausgiebig testen, bevor sie auf den Markt kommen. Und da kommt dann oft raus, doch nicht so harmlos. In Amerika sind es genau 11. 11 Chemikalien sind verboten als Kosmetika-Zusätze, die anderen sind erlaubt.
machen wir jetzt regulatorische Harmonisierung mit den USA. Was kommt dann raus? Ja, wir könnten uns in der Mitte einigen. Dann lassen wir 650 Chemikalien zu, von denen wir glauben, sie sind gefährlich, aber lassen wir sie halt doch zu. Und die Amerikaner müssten 650 Chemikalien verbieten, von denen sie glauben, sie sind harmlos. Ja, das ist die unwahrscheinlichere Variante. Die wahrscheinlichere ist, wir machen gegenseitige Anerkennung der Standards. Dann kommen alle amerikanischen Produkte hier auf den Markt und wir verbieten nach wie vor 1300 Chemikalien nach europäischem Recht, aber das amerikanische gilt auch. So kann man es dann auch machen. Also, ich glaube, dass das schon, diese paar Beispiele schon zeigen, dass diese regulatorische Harmonisierung voller Fallstricke ist. Und das Lieblingsbeispiel, das die Protagonisten von TTIP immer bringen, ja, das mit den unterschiedlichen Farben der Blinker und die Rücklichter und die Rückspiegel und die Automobil-Crashtest-Vorschriften, das ist doch alles Blödsinn, warum vereinheitlichen wir das nicht? Ja, sage ich auch. Vereinheitlicht das mal, ist mir völlig egal. Ich glaube, niemanden würde es irgendwie aufregen. Aber die Tatsache, dass Leute, die das wollen, dafür offenbar ein Abkommen brauchen, wo sie auch über Chlorhühnchen reden, über Kosmetikzusätze, über Gentechnik, über Hormonfleisch und was weiß ich alles noch, zeigt mir, dass es den Protagonisten der Vereinheitlichung der Automobilstandards wohl doch nicht so wichtig ist. Denn das, was die machen, ist die beste Art und Weise, eine Vereinheitlichung der Automobilproduktvorschriften zu verhindern. Würde man ein separates Abkommen nur über diesen Bereich machen, wäre das wahrscheinlich eine Sache von einem halben Jahr. Aber gut, wir kommen zum zweiten Bereich. Es geht bei einem Freihandelsabkommen natürlich auch ein bisschen um mehr Marktzugang. Und das hat insbesondere die Europäische Kommission vor, indem sie mehr Marktzugang für europäische Unternehmen in Amerika möchte in den Sektoren, wo dieser Marktzugang bisher schwierig ist. Umgekehrt ist das nicht ganz so sehr der Fall. Amerikanische Unternehmen haben eigentlich relativ weitgehende Marktzugangsmöglichkeiten in Europa, außer da, wo eben die Produktstandards nicht passen. Europäische Unternehmen haben ein paar mehr Probleme. Unter anderem der gesamte Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, der öffentlichen Beschaffungen in den USA ist Ausländern weitgehend verschlossen, weil es da Gesetze gibt, die sagen, buy American, kauf amerikanisch. Nur amerikanische Anbieter kommen zum Zug. Also wenn jetzt die Stadtverwaltung von New York einen Betreiber ihrer U-Bahn sucht, kommen nur Amerikaner zum Zug, nicht die Deutsche Bahn. Sucht der Bundesstaat Colorado jemanden für seine Wasserversorgung, wenn er sie nicht kommunal betreibt, kommen nur Amerikaner zum Zug. Veolia hat keine Chance. Und so weiter. Das möchte die Kommission ändern. Und das ist in den USA ein sehr, sehr heißes Eisen, weil diese Ideologie, unsere Steuergelder nur für amerikanische Produkte dort sehr tief sitzt. Das ist bei denen ungefähr das Äquivalent des Chlorhühnchens in der öffentlichen Diskussion. Und die Kommission ist gerade dabei, sich die Zähne auszubeißen am Widerstand der USA. Vor allen Dingen, weil nach den dortigen Verfassungsbestimmungen die amerikanische Bundesregierung für die öffentliche Dienstleistung und Beschaffungen der Bundesstaaten und der Kommunen überhaupt keine Vorschriften machen kann. Die können da Abkommen schließen, so viel sie wollen. Der Bundesstaat Kalifornien kann sagen, interessiert uns nicht. Und das ist für die Kommission ein sehr dickes Brett und man kann davon ausgehen, dass sie dafür auch sehr viele Konzessionen machen wird, um dort voranzukommen und dass die Amerikaner dafür auch sehr hohe Konzessionen verlangen werden. Und die Frage ist natürlich schon, ob das in unserem öffentlichen Interesse ist, dass europäische Multis in den USA mehr Marktzugang bei öffentlichen Dienstleistungen haben und dass wir dafür Konzessionen machen sollen in Bereichen, die uns wichtig sind. Ich würde diese Frage mit Nein beantworten. Der dritte Punkt, heute schon angesprochen worden in der Einleitung von Herrn Weber, ist die Frage der Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit. Das ist etwas, was im Gegensatz zu dem, wie es in der öffentlichen Diskussion behandelt wird, nicht wirklich neu ist. Sozusagen Verträge, wo Investoren Staaten vor privaten Schiedsgerichten verklagen können, gibt es seit 1959. Die Deutschen haben das erfunden. Der erste, weltweit erste derartige Vertrag wurde geschlossen 1959 zwischen Deutschland und Pakistan. Weil damals Pakistan deutsche Investoren haben wollte und die haben sich da nicht so richtig hingetraut, weil sie sagten, wer weiß, was da so alles, ob die uns enteignen, ob die uns schlecht behandeln und ein Rechtssystem, dem wir vertrauen können, haben sie auch nicht. Und dann hat man diese Konstruktion erfunden, dass der deutsche Investor, mit anderen Worten der deutsche multinationale Konzern,
eben nicht vor irgendeinem obskuren pakistanischen Gericht klagen muss, sondern er kann ein privates Schiedsgericht verlangen und das entscheidet dann. Und verklagen kann nur der Investor den Staat, aber nicht umgekehrt. So, dass diese Konstruktion hat sich dann eingebürgert. Es gibt weltweit über 1000 solche Verträge. Deutschland hat, glaube ich, 130 oder 140 solcher Verträge. Aber die Regel ist eigentlich, das sind Verträge eines Industrielandes, also da, wo die Investoren sitzen, mit einem Entwicklungsland, also da, wo die Investoren hinwollen und wo man immer glaubt, die hätten kein funktionierendes Rechtssystem. Dass Verträge zwischen Industrieländern, zwischen voll entwickelten demokratischen Rechtsstaaten gemacht werden, wo so etwas gemacht wird, ist eher ungewöhnlich. Und wir haben so etwas in Europa bisher eigentlich nur in zwei Fällen. Der erste Fall war Anfang der 90er Jahre, nach der Wende, diese ganzen instabilen osteuropäischen Staaten, die für Investoren so etwas Ähnliches waren wie Entwicklungsländer, die haben dann solche Verträge abgeschlossen mit westeuropäischen Staaten, mit den USA, mit Kanada etc., damit eben die Investoren aus dem Westen nach Polen, nach Rumänien, nach Bulgarien und so weiter gekommen sind. Die Verträge gibt es noch, auch wenn sie im Grunde heute aufgrund völlig anderer Rahmenbedingungen eigentlich überflüssig sind. Und der zweite Vertrag, den es gibt, ist die sogenannte Energiecharta. Die wurde auch in Mitte der 90er ausgehandelt mit dem, das gilt nur für den Energiesektor, wo alle Staaten Europas beteiligt waren und das Ziel war, Energieinvestitionen in Russland zu ermöglichen oder abzusichern, weil dort so viel Energie ist, Erdgas, Erdöl und so weiter. Und da wollten die Russen natürlich damals auch unbedingt ausländische Investoren haben. Alle haben die Energiecharta am Ende ratifiziert, nur die Russen nicht. Jetzt hocken wir da mit diesem Konstrukt. Und auf der Basis dieses Konstruktes wurde Deutschland mittlerweile schon zweimal verklagt. Das waren die einzigen beiden Fälle, wo Deutschland verklagt wurde. Das erste Beispiel war Hamburg, die Vorschriften, die Vattenfall für das geplante Kohlekraftwerk Moorburg aufgebrummt bekam, nach deutschem Verwaltungsrecht völlig legal, aber nach Ansicht des Investors eine unfaire Behandlung. Und dann hat Vattenfall Deutschland verklagt und am Ende, weil Deutschland merkte, das werden wir wohl verlieren, haben sie dann den Hamburgern doch nahegelegt, die Vorschriften weitgehend wieder zurückzunehmen. Und damit war der Investor dann zufrieden. Ja, wir hätten also nach deutschem Recht ohne weiteres die schärferen Standards verlangen können, aber der Investor hat Deutschland erpresst und dann haben wir das halt zurückgenommen. Wunderbar. Und der zweite Fall, der ist noch anhängig, Vattenfall wieder, schwedischer Staatskonzern, verklagt Deutschland wegen dem Atomausstieg. Sie behaupten, der sei auch unfair gegenüber dem Investor. Man hat ihnen ja die Atomkraftwerke zwar nicht enteignet, die gehören denen immer noch, aber sie dürfen sie halt nicht mehr betreiben. Und deswegen wollen sie jetzt 3,7 Milliarden Schadensersatz. Ich sag mal, das ist ungefähr so, wie wenn der deutsche Staat die Abgasvorschriften für Automobile verschärft, und Sie haben jetzt ein Auto, das dummerweise die verschärften Standards nicht mehr erfüllt und Sie kommen zum TÜV und der sagt, ja, das war's, das kommt nicht mehr, Sie kriegen keine Plakette mehr. Das Auto wird aus dem Verkehr gezogen oder Sie rüsten es nach für sehr viel Geld. Dann hat man Sie auch indirekt enteignet, man hat Ihnen das Auto nicht weggenommen, aber Sie können es nicht mehr benutzen, aber Sie können jetzt leider nicht den deutschen Staat vor internationalen Schiedsgerichten verklagen, denn Sie sind ja kein internationaler Investor. Also man hat hier eine Sonderjustiz, eine Paralleljustiz für ausländische Investoren, sprich Konzerne, die vor privaten Schiedsgerichten deutsche Gesetze, Gerichtsurteile, Verordnungen etc. beklagen können und Schadensersatz dafür verlangen wollen. Natürlich umgekehrt auch, europäische in den USA, aber das ist eine Konstruktion, die letztlich allen demokratischen Rechtsstaatsvorstellungen zuwiderläuft. Und die deswegen auch absolut sozusagen nicht geht. Also wir finden, das kann überhaupt nicht kommen. Und genau dasselbe wird ja geplant in dem Abkommen mit Kanada, wo es genau die gleichen Klauseln gibt. Und dieses Abkommen wäre im Prinzip schon die Einfallstür auch für US-Konzerne, denn es reicht völlig, wenn ein US-Konzern mit einer Niederlassung in Kanada dann eben über diese Niederlassung klagt. Wie absurd das ist mit diesen Auslandsinvestoren oder sogenannten Auslandsinvestoren, sieht man in einem anderen Beispiel, was in den letzten Monaten passiert ist. Rumänien hat einen solchen
bilateralen Investitionsvertrag mit Schweden vor 20 Jahren geschlossen. Und dann haben drei rumänische Investoren in Schweden eine Briefkastenfirma gegründet, die dann wieder in Rumänien investiert hat. Und damit waren diese drei Rumänen plötzlich Auslandsinvestoren. Sie waren juristisch gesehen plötzlich eine schwedische Firma. Und im Zuge des Beitritts Rumäniens zur Europäischen Union wurde dieser schwedischen Firma, die hat so Tetra-Packs, so Verpackungen hergestellt, dafür haben sie Subventionen bekommen, weil sie in irgendeiner Gegend investiert haben, die regional gefördert werden sollte. Und als Rumänien der EU beitrat, mussten sie diese Subventionen einstellen, weil die eben mit dem europäischen Subventionsrecht nicht kompatibel waren. Also haben die drei Rumänen, die in Wirklichkeit ja als schwedische Investoren galten, gegen Rumänien geklagt, weil man die Zusagen gebrochen hat, und Rumänien wurde auf 250 Millionen Schadensersatz verurteilt. Und dann kam jetzt die EU-Kommission und hat dem rumänischen Staat verboten, die 250 Millionen zu bezahlen, weil das ja ein Bruch des EU-Subventionsrechts wäre. Welches Rechtssystem steht jetzt über dem anderen? Völlig unklare Frage. Und so etwas würden wir in Zukunft am laufenden Band haben. Wir haben innerhalb der EU bisher, die bisherigen derartigen Investitionsschutzverträge decken etwa 0,1% des Wirtschaftslebens ab. Und mit TTIP und CETA, den beiden Abkommen, wäre es schlagartig, sag mal, 2/3. Und dann geht es aber los. Was wäre 2/3? Naja, ich meine, sie hätten dann sozusagen von allen ökonomischen Aktivitäten 2/3 könnten im Prinzip unter solchen Abkommen beklagt werden. Opel ist ja ein amerikanischer Investor, wenn Sie so wollen. Oder Coca-Cola oder McDonald's oder und so weiter. Und man kann das ganz leicht auch alles so strukturieren, dass alles über Briefkastenfirma plötzlich als ausländischer Investor gilt. Während die paar Verträge, die Rumänien mit Schweden oder mit wem auch immer hat, das ist für die gesamte europäische Wirtschaftsleistung relativ vernachlässigbar. Bisher jedenfalls. So, jetzt haben wir die drei Komplexe, um die es bei TTIP geht. Das sind die drei großen Problembereiche. Ich sollte jetzt aber auch noch ein bisschen was sagen zu den Entwicklungsländern. Das war sozusagen ja auch gefragt. Auf die Entwicklungsländer hat auf den ersten Blick ein Abkommen zwischen EU und USA natürlich keinen direkten Einfluss. Sie sind nicht beteiligt, sie sind sozusagen von den Provisionen dieser Abkommen nicht direkt betroffen. Allerdings muss man natürlich die Vorgeschichte des Abkommens im Hinterkopf haben. Dieses Abkommen gibt es ja nur, weil die EU und die USA im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO mit ihren exzessiven Vorstellungen für Investorenschutz, für regulatorische Harmonisierung und dergleichen nicht durchkamen. Und jetzt sagen die EU-Kommission und die US-Regierung ganz offen, mit diesem Abkommen schaffen wir Standards für die Welt. Wir werden damit Fakten schaffen, an denen keiner mehr vorbeikommt. Weil wir sozusagen so wichtig sind, unsere beiden Wirtschaftsblöcke ein so großer Brocken der Weltwirtschaft sind, dass, ob es den anderen passt oder nicht, sie werden sich an unsere Standards halten müssen oder sie haben auf unseren Märkten schlechte Karten. Das ist die Intention. Ich halte das für etwas großspurig, um nicht zu sagen fast schon neoimperialistisch. Ob das gegenüber China heute noch funktioniert, habe ich meine großen Zweifel. Aber man darf natürlich jetzt nicht sozusagen so tun, als wäre das dann auch für Entwicklungsländer ohne Konsequenzen. Wir haben nicht nur eine weitere Schwächung der multilateralen Verhandlungen, wir haben natürlich auch die Tatsache, dass wenn die EU und die USA sich enger zusammenkoppeln und das Ziel ist, den Handel zwischen beiden Blöcken noch weiter zu intensivieren, den Marktzugang noch weiter zu erleichtern, dann hat das natürlich handelsumlenkende Konsequenzen. Dann wird dann eben weniger gehandelt zwischen Entwicklungsländern und der EU und Entwicklungsländern und der USA, weil die beiden mehr miteinander handeln, statt mit dem Rest der Welt. Alle ökonomischen Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, die andere in Auftrag gegeben haben, sowohl Kritiker als auch Befürworter des Abkommens, kommen in der Hinsicht zum selben Schluss. Jedenfalls von der Richtung. Die genauen Zahlen, die kann man natürlich auch nur schätzen. Es ist ja letztlich nicht alles genauer zu berechnen, aber der Trend ist eindeutig. Insbesondere die Länder, die Dinge herstellen, wo sie bisher zollfrei auf den europäischen Markt kamen, also arme Entwicklungsländer, die Konkurrenten haben in den USA, die bisher Zölle hatten oder andere Marktzugangsbarrieren.
Die kriegen ein Problem. Nehmen wir ein Beispiel Baumwolle. Amerikanische Baumwolle, hochsubventioniert, ohne die Subventionen eigentlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Die kommt bei uns bisher eigentlich nicht auf den Markt, es sei denn in einem fertig verarbeiteten T-Shirt aus den USA, was es aber auch kaum gibt, weil die eben teurer sind als die aus Bangladesch. In dem Augenblick, wo sie für rohe Baumwolle die Zölle abschaffen in der EU, haben die Baumwollexporteure Westafrikas keine Zollvorteile mehr, die sie heute haben. Die kommen nämlich heute zollfrei auf den europäischen Markt. Wenn die Amerikaner da auch reinkommen, dann stehen sie in direktem Wettbewerb und den werden sie wahrscheinlich verlieren. Zitrusfrüchte, ähnliches Beispiel. Florida-Orangen gibt es hier nicht, weil es da noch Zölle gibt. Aber Orangen aus Südeuropa oder aus Nordafrika gibt es. Naja, dann wird es in Zukunft halt einen potenten Konkurrenten mehr geben. Und alles das kann man dann so addieren. Es gibt so gut wie kein Entwicklungsland, was von TTIP profitieren würde. Es gibt sehr viele, für die man Handelsverluste vorhersagt. Auch Länder, an denen wir ein enormes strategisches Interesse haben, sagen wir mal die ganzen Flüchtlingsströme, Mittelmeer, wird ja immer gesagt, ja, wir müssen Nordafrika entwickeln, damit die Leute da nicht mehr immer abhauen. Ja, nehmen wir mal Tunesien als Beispiel. Die Prognose ist -5% Handel mit der EU. Das ist also unsere Antwort. Ja. Wir machen einfach mehr Handel mit Amerika, weniger mit Tunesien und alles Geschwätz über wir helfen euch, vergesst es. Vielleicht gibt es dann ein paar Entwicklungsprojekte mehr. Also das sind natürlich Konsequenzen, wo dann die EU-Kommission sagt, ja, das ist alles richtig. Wir brauchen deswegen Freihandelsabkommen mit allen anderen auch. Dann nivellieren wir das wieder. Kann man natürlich sagen, aber auf der anderen Seite, wenn ich bisher Handelspolitik so betrieben habe, dass ich armen Entwicklungsländern Zollvergünstigungen gegeben habe, dann beruht dieses Prinzip darauf, dass ich günstiger dastehe als andere. Ja? Wenn ich alle auf Null mache, dann kann ich keine Zollvergünstigungen mehr gewähren. Dann geht das ja gar nicht mehr. Es sei denn, ich mache Minuszölle. Das wäre mal was ganz Neues, aber so weit sind wir nicht. Also es ist völlig klar, dass die Konsequenzen dieses TTIP-Abkommens auch in Entwicklungsländern, auch in Ländern, die nicht betroffen sind, zu spüren sind. Ich glaube, die Chinesen verkraften das, aber ob das jetzt für Tunesien so leicht zu verkraften ist, ist eine andere Frage. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in manchen Entwicklungsländern es auch Befürworter gibt von TTIP. Nämlich alle die, und die gibt es gerade zum Beispiel in Ländern wie China sehr stark, die in großem Stil auf beide Märkte EU und USA exportieren, die finden natürlich die Idee, einheitliche Standards, finden die attraktiv. Dann muss man da nicht mehr zwei verschiedene Dinger herstellen, dann kann man nur noch eins machen und das kriegen beide. Also TTIP nützt letztlich allen großen Konzernen, die auf beiden Märkten in Europa und USA in großem Stil aktiv sind, und zwar egal, wo die sitzen. Die können dann auch in China sitzen oder in Japan. Denen nützt das, aber den allermeisten anderen nicht. Wenn wir diese ganzen Problembereiche haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man da eigentlich dafür sein? Und damit diese Problembereiche nicht so bekannt werden, hat die Kommission und die USA eigentlich vor, diese Verhandlungen geheim zu führen. Deswegen kennen wir die Dokumente offiziell alle nicht. Veröffentlicht wird so gut wie nichts, außer belanglosen Positionspapieren. Diese stellt die Kommission mittlerweile auf ihrer Webseite. Positionspapiere, die man aber nicht verwechseln darf mit den Verhandlungsdokumenten. Die Verhandlungsdokumente stellt sie nicht ins Netz. Viele kennen wir mittlerweile dennoch. Allerdings nur die europäischen. Die amerikanischen Verhandlungspapiere kennen wir nicht. Die sind so geheim, dass die Amerikaner der Kommission sogar verboten haben, diese Papiere den Mitgliedsregierungen der EU weiterzugeben. Also Herr Gabriel kennt auch nicht alle Dokumente. Die Dokumente, die die USA der Kommission auf den Tisch legt, die kennt die Kommission und das war's. Die darf den Mitgliedstaaten zwar erzählen, was da drin steht, aber nicht sehr konkret. Und man fragt sich natürlich schon, warum diese Geheimhaltung eigentlich so notwendig ist. Ich glaube, Diskussionen, wie wir sie heute Abend führen, sind natürlich den Befürwortern dieses Abkommens nicht sehr angenehm. Man verspricht gerne möglichst viele neue Jobs und Wachstum und alle diese Dinge und ja, lass uns doch diese komplizierten Regeln vereinfachen. Das klingt dann alles wunderbar und wenn man näher hinguckt, dann sieht das nicht mehr so wunderbar aus und das nähere Hingucken ist eben nicht erwünscht.
Wir haben das auch nur bei TTIP. Diese ganzen anderen Verhandlungsrunden, die ich vorhin erwähnt habe, Indien, Japan, Südamerika, TISA, das Abkommen über den Dienstleistungssektor, alles geheim. Wir kennen da sehr wenig. Man kann davon ausgehen, dass es im Großen und Ganzen um die gleichen Fragen geht. Sind die gleichen Bürokraten, die da verhandeln? Sind die gleichen Regierungen, die die Verhandlungsmandate erteilen? Natürlich sind die Wirtschaften anders. Ja, weiß ich, mit Indien, die Handelsstruktur mit Indien ist eine völlig andere als die mit den USA. Aber letztlich ist die Agenda dieselbe. Und warum wir das Abkommen mit TTIP, warum das so, das USA-Abkommen so kontrovers ist, während wir im letzten Jahr ohne großes öffentliches Aufsehen das Abkommen mit Kolumbien und Peru ratifiziert haben, das Abkommen mit Zentralamerika ratifiziert haben, ist eigentlich auch eindeutig, woran das liegt. Da sind wir wieder bei den Entwicklungsländern. Bei einem Abkommen der EU mit Kolumbien und Peru ist völlig klar, die Auswirkungen dieses Abkommens, die spürt man in Peru und in Kolumbien, aber nicht bei uns. Niemand hier im Raum hat Angst vor einem peruanischen Konzern, wenn es da welche gibt, oder einem kolumbianischen oder einem guatemaltekischen Konzern. Aber vor amerikanischen Konzernen, holla, das ist ein anderes Kaliber. Da spüren wir die Folgen auch. Da geht es dann nicht nur um Chlorhühnchen, da geht es um viel mehr. Und deswegen ist die öffentliche Empörung über dieses Projekt so viel größer als über diese ganzen Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern. Dort finden die Debatten nämlich statt. Wir hatten in Kolumbien Demonstrationen gegen das Projekt. In Indien geht es nicht voran mit den Freihandelsabkommen mit der EU, weil die indische Regierung unter enormem Druck steht, ihrer Öffentlichkeit, die Konzessionen nicht zu machen, die die EU von ihnen verlangt. Nämlich zum Beispiel die Öffnung des Supermarktsektors. Die indische Regierung steht nach wie vor auf dem Standpunkt, sie will kein Lidl und kein Aldi und kein Tesco und kein Carrefour und wie die alle heißen, weil man die in Indien nicht braucht. In Indien leben Millionen Menschen vom kleinteiligen Einzelhandel. Tante-Emma-Läden, wenn man so will. Und wer diese großen Supermärkte reinlässt, der macht Millionen Menschen arbeitslos. Das ist einfach so. Und deswegen, selbst wenn ein liberaler Handelsminister in Indien das gerne wollte, er kann es nicht, dann ist die nächste Wahl gelaufen. Und das ist sozusagen das Problem, warum die EU da nicht weiterkommt. Also die Diskussionen über diese anderen Abkommen gibt es, nur nicht bei uns. Weil eben die Auswirkungen eben auch nicht bei uns sind. Bei TTIP ist es anders und beim Kanada-Abkommen ist es auch nur deswegen anders, weil es jetzt sozusagen als die Blaupause für TTIP gehandelt wird, was es auch ist im Übrigen. Aber so ist das eben. Wir sind jedenfalls froh, dass wir über Handelspolitik überhaupt mal wieder reden, dass Handelspolitik jetzt wieder zum Thema wurde, dass Handelspolitik zu dem öffentlichen Diskussions- und Streitthema wurde, das es auch sein sollte. Denn, und damit komme ich auch langsam zum Schluss, worüber wir hier reden, das haben Sie wahrscheinlich jetzt heute Abend gemerkt, ist eigentlich in weiten Teilen gar keine Handelspolitik. Das ist Wirtschaftspolitik, das ist Regulationspolitik. Es geht bei diesen Abkommen kaum noch um Handelsfragen. Es geht um Fragen, wie reguliere ich meine Wirtschaft und wie sehr kann ein Staat diese Wirtschaft in Zukunft überhaupt noch regulieren oder wie sehr hat er sich selber die Hände gebunden, noch Regulierungen zu machen oder Regulierungen beizubehalten. Darum geht es in Wirklichkeit. Handel läuft schon zwischen EU und USA und zwar sehr intensiv. Da muss man eigentlich gar nicht so tun, als gäbe es den nicht. Worum es bei diesem Abkommen geht, ist letztlich die Kodifizierung von marktliberalen Wirtschaftspolitiken, denen man den völkerrechtlichen Status verleiht, sodass eine Regierung davon gar nicht mehr zurück kann. Und dann haben wir noch die kleine Ungerechtigkeit, dass die Amerikaner natürlich aus einem TTIP-Abkommen auch ganz schnell wieder aussteigen könnten. Die brauchen das nur zu beschließen, da wird es gekündigt. Die Europäer dagegen können das nur gemeinsam. Deutschland alleine könnte es nicht einfach sagen, wir steigen da wieder aus. Dann müssten wir aus der ganzen EU aussteigen. Das machen wir natürlich nicht. Also haben wir uns sozusagen als 28 EU-Staaten aneinander gekettet und können da, wenn es mal geschlossen ist, einzeln kaum noch raus. Es ist also gut, dass wir darüber reden. Gut, dass der Widerstand gegen dieses Projekt zunimmt. Er nimmt jeden Tag zu. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass die Menschen sich nach wie vor nicht sehr gut informiert fühlen. Da, wo sie sich informiert fühlen, sind sie überwiegend dagegen, weil sie die Nachteile erkennen.
Und deswegen ist es schön, dass Sie heute Abend hier waren. Und auch die Veranstaltung heute Abend ist ein Beitrag zu mehr Informationen. Vielen Dank, dass Sie da waren.